Warum sollte man keine Solarthermie in seinem Einfamilienhaus, kleinem Mehrfamilienhaus, auch tatsächlich mittlerem Mehrfamilienhaus verwenden? Warum lohnt sich das Ganze nicht? Beziehungsweise welche Randparameter müssen denn zutreffen, damit es sich lohnt? Das und viel mehr gibt es jetzt hier. Mein Name ist Luca Arends von der Arc Energie GmbH. Wir sind ein Ingenieurbüro und machen Bauphysik, Statik, Architektur und Heizungsplanung und arbeiten für Sie gerne deutschlandweit. Egal ob privat, Kommune, gewerblich, Bauträger, Projektentwickler oder Industriepartner. Das sind unsere typischen Kunden und das deutschlandweit. Jetzt aber zu diesem Thema. Warum lohnt sich Solarthermie nicht? Wir müssen überlegen, Solarthermie ist die Nutzung der Sonne, also kostenlos von der Sonne, für die Erhitzung von warmem Wasser. Und jetzt müssen wir überlegen, wie viel Energie bekommen wir denn über das System? Also kostenlose Geld-Input. Wie viel hat uns das System gekostet im Kauf? Wie viel haben wir Zinseszins quasi on top gezahlt? Und was zahlen wir für Wartung? Und was zahlen wir für Stromkosten dafür? Und Austausch von gegebenenfalls Geräten etc. So, weil es wird meistens vergessen. Und meistens eine reine Rechnung gemacht wird. Aber Herr Arends, ich spare doch so viel Geld, das hat so viel gekostet, also bin ich doch in 15, 20 Jahren durch. Ich so, ja, das stimmt. Wenn die Berechnung, die Simulation vorher nicht schon falsch wäre, die Randparameter falsch sind und sie den Zinseszinseffekt vergessen haben, weil sie zahlen ja wie Laufzeit ja quasi auch das Doppelte im Endeffekt bei aktuellen Zinsen. Die Wartung und die laufenden Stromkosten. So, das heißt, nehmen wir einfach mal an, wir haben reine Wartungskosten von dem, sagen wir, von 200 Euro im Jahr. Da nehmen wir sogar mal irgendwelche Ersatzteile mit drin, sind wir mal freundlich, nehmen wir 200 Euro im Jahr. So, und wir sagen noch nicht mal, was es jetzt kostet, was es bringt. Also was es gekostet hat, was für Zinseszinseffekte hat. Sondern wir rechnen es einfach mal zurück und sagen, hey, wie viel spare ich denn dadurch ein? Jetzt habe ich in einem typischen Einfamilienhaus, kleinen Mehrfamilienhaus, rede ich hier über irgendwas zwischen 180 bis 500 Liter Pufferspeicher. Bedeutet, ich habe maximal 500 Liter Wasser, die heiß werden können. Jetzt ist die Frage, reichen die überhaupt aus für einen längeren Zeitraum? Nein. Das heißt, die müssen voll werden und dann eigentlich wieder gebraucht werden. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt. Der Pufferspeicher darf ja nicht kalt bleiben. Also sonst bilden sich ja Legionellen aus, ich habe einen Frischwasserspeicher etc. Und sonst müsst ihr trotzdem, wenn er ja kalt ist, nicht dann wieder Warmwasser haben, dann müsst ihr der Heizstab angehen, wenn ich einen Pufferspeicher drin habe oder ich habe nur kaltes Wasser. Das heißt, die Heizungsanlage springt auf jeden Fall an, wenn der Pufferspeicher kalt ist. Das heißt, bei diesen kleinen Pufferspeichern ist es total unsinnig, Solarthermie anzuschließen. Das bisschen an Energie, was ich bekomme, reicht noch nicht mal realistisch aus, um meine jährlichen Wartungskosten und Stromkosten, weil ich habe eine Pumpe drin etc., die pumpt ja auch den ganzen Tag das Wasser hoch und runter, die Sohle, überhaupt konkret zu decken. Das wird schon schwierig. Das heißt, ich habe schon mal keine Wartung, keine Handlung und der Strom sollte mich möglich auch nichts kosten, weil ich eine Photovoltaikanlage noch habe. Das heißt, ich rechne jetzt mal mit 7 Cent, 8 Cent, weil das bekomme ich ja. Und jetzt müssen wir mal weiterrechnen. Wir haben jetzt die Solarthermieanlage und um die jetzt wirtschaftlich hinbekommen zu können, brauchen wir jetzt ja einen großen Pufferspeicher. Jetzt rede ich nicht von 800 oder 1000 Litern, sondern rede ich hier von 2000, 3000 Litern. Je nach Größe des Gebäudes. Beim Einfamilienhaus reden wir vielleicht über so 1000, 1500. Und bei einem Mehrfamilienhaus sollten wir schon über 3000 bis 5000 Liter nachdenken. Jetzt kostet mich aber so ein 1000 Liter Speicher am Ende des Tages bestimmt meine 2000 Euro. Jetzt rechnen wir doch einfach mal kurz mal rückwärts. Wie viel Heizkosten habe ich denn in einem neuen, gut gedämmten Gebäude? Sagen wir mal, ich habe bei mir ungefähr 300 Euro im Jahr. Das ist ein bisschen nicht repräsentativ, weil als Passivhaus, sagen wir, nehmen wir mehr als das Doppelte. Sagen wir, haben roundabout 1000 Euro Kosten im Jahr an Heizung und Warmwasserbereitung. So, meine Heizkosten, meine Warmwasserkosten sind ja immer gleich. Also kommt dann nur auf die Anzahl der Menschen an im Prinzip. Und meine Kosten jetzt für die Heizung ist natürlich abhängig davon, wie gut mein Gebäude gedämmt ist. Aber Moment, wann bekomme ich denn Solarthermie? Genau, wenn es warm ist.
wann muss ich heizen, wenn es kalt ist. Das heißt, ich habe schon mal zwei Arten von Solarthermie. Ich habe einmal Röhrenkollektoren, die arbeiten mit Vakuum, die sollten möglichst schräg stehen, dass der Schnee runterfällt, die arbeiten auch gut im Winter. Und ich habe Flachkollektoren, die sollten auch möglichst schräg stehen, dass der Schnee runterfällt, aber da haben nicht so eine gute Dämmung drin. Das bedeutet, die funktionieren viel, viel schlechter im Winter, wenn es draußen kalt ist. Das heißt, Flachkollektoren, die aber wesentlich günstiger sind, sind gut für die Übergangszeit und im Frühling, Herbst, Sommer, also während ja warmen Tagen. Und meine Röhrenkollektoren laufen das ganze Jahr über. Soweit so gut schon mal. Aber trotzdem habe ich im Winter weniger Sonneneinstrahlung, weniger Sonnenenergie. Das heißt, auch dort wird mein Pufferspeicher nicht so schnell voll werden. Wenn ich quasi einen Deckungsbeitrag von 60, 70, 80% haben möchte, und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir wollen eine Deckungskraft von 100% haben, dann reden wir über ein Solarhaus. Bedeutet, wir hätten einen riesigen, gigantischen Pufferspeicher im Haus. Dann reden wir über mehrere tausend Liter, also zigtausend Liter, und heizen diesen komplett. So, das ist aber ein ganz anderes System. Das würden wir Äpfel mit Birnen wieder vergleichen. Das macht jetzt erstmal keinen Sinn. Also bleiben wir mal bei den üblichen Systemen. Wenn ich jetzt nur 1000 Euro habe, und 1000 Euro ist ja schon viel, an Heizkosten mit Warmwasser habe in einem gedämmten Gebäude, dann kriege ich da vielleicht eine Amortisation hin, aber die wird irgendwas liegen, so um die 60 Jahre. Bei einem gut gedämmten Gebäude, dann liege ich eher irgendwas um die 80 bis 120 Jahre. Das ist jenseits einer Realität. Das geht ja schon 6-mal kaputt oder 12-mal. Das macht also überhaupt gar keinen Sinn. Was hingegen Sinn machen würde, ist einem schlecht gedämmten Haus, wo ich viel Energie brauche, möglichst viele Menschen drin wohnen und sehr viel Warmwasser benötige. Aber auch da brauche ich wieder sehr, sehr viel Pufferspeicher. Also dann reden wir halt dann über 10.000 Liter Pufferspeicher, die ich bräuchte, um das Ganze überhaupt bedienen zu können. Beispiel. Wir haben ein Objekt, das ist eine alte Villa, die hat 3.000 Liter Pufferspeicher. Die hat eine Heizung, die einmal am Tag befüllt, das ist ein Holzvergaserofen, und damit wird das ganze Haus dann den ganzen Tag über beheizt und die Warmwasserproduktion gemacht. Das sind verschiedene Pufferspeicher, die sind mehrfach hintereinander geregelt, soweit so gut. Das funktioniert. Da wohnen aber zwei Menschen drin. Habe ich jetzt viel, viel mehr Menschen drin, dann brauche ich wesentlich mehr Pufferspeicher. Weil meine 500 Liter reichen schon nicht wirklich aus, damit das Ganze funktioniert für einen Zweifamilienhaushalt oder Dreifamilienhaushalt. So, selbst da bräuchte ich schon mal mindestens 1000, 1500. 500 quasi, der wirklich heiß ist, und die anderen 1000, die quasi zum Vorerwärmen sind, dass man beim Restlich quasi nur noch quasi nacherhitzen muss. Also, die Solarthermie wird sich dann rechnen, wenn ich extrem viel Pufferspeicher habe, sehr viel Energieverbrauch habe für Warmwasser hauptsächlich. Möglichst nicht für Heizung, weil Heizung macht meine Solarthermie ja wieder weniger mit. Dann sollten die Pufferspeicher so geregelt sein, dass ich sie in einer Übergangszeit, wo ich nicht so viel Solarthermie-Wärme bekomme, auch nur einen Pufferspeicher quasi wirklich auch beheize über meine Hauptheizung, weil sonst habe ich meine Wärmeverluste über meinen Pufferspeicher, die würden ja meinen Ertrag über die Solarthermie wieder auffressen. So ein Pufferspeicher hat irgendwas um die 3 bis 8 kW pro Tag an Wärmeverlust. Kommt auf den Pufferspeicher an, kommt auf die Dämmung an, aber so als Daumenwert. Bedeutet, das ist die Energie, die ich schon mal bekommen muss pro Tag, damit ich bei Null bin. Wenn es nicht im beheizten Bereich steht, logischerweise. Und dieser Bereich auch wirklich beheizt wird. Also haben wir Hotels, Saunalandschaften etc. etc. Also da, wo ich richtig viel Wärme brauche, das ganze Jahr über, wo ich richtig viel Speichervolumen habe, weil ich kann ja auch mein Poolwasser ja auch einfach damit ja mit erhitzen, dann lohnt sich das Ganze. Aber Solarthermie, klassisch für Heizung, Warmwasserunterstützung, in einem Einfamilienhaushalt, Zweifamilienhaushalt, 3, 4, 5, 8 Familienhaushalt, lohnt sich nicht, weil die Kosten für den Pufferspeicher, für die Technik, für die Wartung, für die Reparatur höher sind und mein Wärmefluss, meine Pufferspeicher, die das ja mehr Verluste haben als vorher, 500 Liter, weniger Verluste als 3, 4, 5.000 Liter. Diese Verluste alle, diese Mehrkosten, diese jährlichen Kosten übersteigen den Ertrag, den ich habe für die Solarthermie. Wann lohnt sich das? Wenn ich das Ganze selber einbaue. Ich kaufe mir nur die Geräte und baue alles selber ein. Dann lohnt sich das, weil das sind dafür die größten Kosten der Einbau. Ich habe exorbitant viel Verbrauch, bedeutet, wie gesagt, Hotel, Saunalandschaft, Schwimmbadgesellschaft, da lohnt sich das. Oder ich habe so eine Low-Tech-Solarthermie, die ich quasi nur aufs Dach drauflege und damit hauptsächlich meinen Pool zum Beispiel beheize
oder damit auch nur in den Sommermonaten mein Warmwasser erzeuge. Auch da möglichst die Installation selber vornehmen, weil das ist relativ einfach. Aber diese klassischen Solarthermieplatten, Flachkollektoren, Röhrenkollektoren, amortisieren sich dahingehend nicht. Die ganzen Berechnungen und Auslegungen sind in der Realität einfach unrealistisch. Sie funktionieren nicht. Und jeder, der was anderes sagt, soll mir bitte eine Darlegung geben, wie das wirklich aussieht, weil es nicht wirklich realitätsnah ist. So, wenn dazu Fragen da sind, packt sie gerne in die Kommentare. Mein Name ist Luca Ahrens von der ARK Energie, ein Ingenieurbüro, was Ihnen gerne hilft, deutschlandweit Ihr Gebäude zu planen, sei es Statik, Architektur, Heizungsplanung, Energieberatung, Schallschutz, Raumakustik, Schallemissionsschutz, Brandschutzplanung, Brandschutzingenieurkonzepte. Dafür sind wir da, da helfen wir Ihnen gerne. Dafür melden Sie sich gerne unter dem hier einfach auf Mehr drücken, da gerne eintragen über ein Formular und dann sprechen wir vielleicht schon bald miteinander.